Ach ja. Dort hinten kommen wir runter. Das ist der Weg. Genau, und dort, genau hinter dem Felsen, jetzt eigentlich, der hier noch vor war, müsste eigentlich die Fluchtalpe sein. Ja. Weil dort ist dann der Weg teilt. Ja. Zum Mindelheimer Hütte hoch und einmal zur Biederhütte hoch. Geht auch ein schöner Weg. Obwohl der nicht eingezeichnet ist bei dir in der Karte, ne? Der ist nicht eingezeichnet. Ha, hab ich keinen gesehen. Da oben sieht man welche laufen, oder einen zumindest. Da geht es jetzt als nächstes hin. Naja, viel Regen haben sie ja nicht angekündigt heute. Was ich unbedingt zu Hause machen möchte, ist dort hinten. Ich will wissen, was das Schneebedeckte, was da hinten ist. Ja. Dann dürfte es irgendwo in die Richtung. Da hinten rum. Ja, Arlberg. Arlberg? Dürfte es hin sein, von der Höhe her passt. Ah, da hast du unten rechts die Fluchtalpe. So, hier ist jetzt wieder so eine etwas schwierigere Stelle zum Abklettern. Jo, gucken wir mal, sieht auch nicht so böse aus. Ja, jetzt mit der Kamera müssen wir durch. Naja, schön. Gut aus. Herrlich. Ja. Schöne Wand hier. Ja, ne? Ja. Oh, ein bisschen leicht überhängt hier, oder? Ein bisschen abdrängt, sagen wir mal. Ja, die Stelle so leicht. Da ist der wahrscheinlich, ne? Dieser BC, den sie da. Ja, ja, überhängt ist es jetzt nicht unbedingt. Ist der Hammer. Hätte man nur anders machen können. Ein bisschen schwieriger vielleicht. Also über den drüber, bis da durch. Also da zwischendrin, zwischen den ersten. Okay. Schön. Weil da oben habe ich einmal eine halbe Stunde pausiert. Okay. Hat da so eine Herde Steinböck, gerade hat einer da über die Kuppel geschaut, hat gut ausgeschaut. Okay, schön. Ja, da oben, da echt da Dings. Also da hinten, da sind, ist eine ganze Herde. Oh, hör auf. Naja, wird nicht viel schwieriger. Ja, die machen die obligatorischen Brückenfotos. Aha.
Also ganz bunte Ansammlung an verschiedensten Sicherungsteilen hier. Trittstifte, Bügel, alles. Nochmal oben. Wundervoll. Dann jetzt darüber. Dann wohl doch mal wieder runter und nochmal hoch. Und dann hammert.